Dankeschön für den freundlichen Applaus und herzlich willkommen, meine Damen und Herren. Jetzt wird IS unterwegs. Nazi-Methoden gegen meine türkischen Brüder in Deutschland. Die EU ist faschistisch und grausam. Zitate des türkischen Staatspräsidenten Erdogan und seines Außenministers. Also ich glaube, der wochenlange Streit um die Wahlkampfauftritte türkischer Politiker hier bei uns in Deutschland, in Bayern, der hat für hohe Wellen gesorgt. Ich glaube, dass wirklich Gräben in der deutsch-türkischen Freundschaft auch bei uns wieder aufgerissen worden sind. Auch wenn jetzt gesagt wird, es wird keine weiteren Auftritte geben. Die Diskussion geht natürlich weiter. Hier in Mainburg, wo wir heute sind, aber natürlich auch mit unseren Gästen. Wir haben Hans-Peter Uhl bei uns, Innenexperte für die CSU im Deutschen Bundestag. Herzlich willkommen. Und Vural Ünlü, Vorstand der türkischen Gemeinde in Bayern. Wir sind im schönen Mainburg in Niederbayern. Warum? Auch hier ist die Aufregung groß, vielleicht sogar besonders groß, weil 10% der Menschen, die hier in Mainburg leben, haben einen türkischen Pass. Samstagmorgen in Mainburg. Dilaver Gökalp ist unterwegs mit seinem Sohn Egehan. Einkaufen im türkischen Gemüseladen. Seit 30 Jahren lebt er hier, arbeitet bei BMW in der Forschungsabteilung. Als Deutschland-Fan bezeichnet er sich. Doch zurzeit beschäftigt ihn vor allem der Wahlkampf in der Türkei. Das sprühe ich schon. Also am Arbeitsplatz werde ich wieder angesprochen. Von meiner Nachbarschaft werde ich wieder angesprochen. Erst wird es immer gefragt, ja, was für eine Meinung hast du über Erdogan oder so. Also wenn ich das mal abstimme, für die jetzige Situation, sage ich natürlich ja. Ja zu Erdogans Reform. In Bayern sind rund 180.000 Türken wahlberechtigt und ihr Votum könnte entscheidend sein. Das ist schon ein... Denn es wird knapp für Erdogan, wenn am 16. April über die Einführung der Präsidialverfassung abgestimmt wird. Auslandstürken wie Dilaver Gökalp will der türkische Staatschef deshalb für sich gewinnen und heizt mit aggressiver Rhetorik die Stimmung an. Mit Nazi-Vergleichen und rassistischen Parolen beleidigt er nicht nur die deutsche Kanzlerin, sondern halb Europa. Deswegen sind die Türken auch bei uns gespalten. Erdogans Gegner befürchten, dass er die Demokratie aushöhlt, sie protestieren. Da stehen regelmäßig... Andere, wie Dilaver Gökalp, unterstützen die Verfassungsänderung und glauben, dass Erdogans Politik der Türkei guttun wird. Da glaube ich schon, dass einfach dann die Türkei vorwärts bringt. Kurze Entscheidungsprozesse wird auch sein. Also natürlich, aber dafür gibt es auch noch immer noch Parlamente oder da, die auch was dagegen entscheiden kann. Ja, also da brauchen wir nicht so viel so Schiss haben von den ganzen Entscheidungen. Es wird viel diskutiert. Türkischer Wahlkampf bei uns. Spaltet Erdogan die deutsch-türkische Gemeinschaft? Meine Damen und Herren, liebe Freunde, jetzt bitte melden heute hier in der Stadthalle in Mainburg. Wer möchte denn anfangen? Hände hoch bitte. Wer mag anfangen? Nehmen wir erst die Dame in Schwarz und dann die Dame davor. Bitte schön, Mikrofon ist bei Ihnen. Also, wie sehen Sie das? Haben Sie auch keinen Schiss? Sagen Sie, man darf nicht so viel Angst haben? Überhaupt nicht. Ich sehe es so, dass es in der Türkei kaum möglich ist, an kritische Details des Verfassungsentwurfs zu erfahren. Wäre es wichtig, dass wir hier die Möglichkeit haben, aber dürfen überhaupt türkische Politiker laut Wahlrecht gar nicht im Ausland Wahlkampf betreiben? Dieses Gesetz hat AKP selbst 2008 eingeführt. Ja, Sie brauchen übrigens nicht vom Zettel ablesen, Sie können es mit Ihren eigenen Worten bestimmt viel besser. Nein, aber die Frage, die vielleicht noch ganz wichtig ist, haben Sie das Gefühl gehabt, dass die ganze Diskussion in den letzten Wochen das deutsch-türkische, das deutsch-bayerisch, was bayerisch-türkische Verhältnis belastet hat? Mit Ihren Kollegen, Freunden hier in Mainburg? Ich selbst und meine Familie, wir sind sehr viel mit Deutschen zusammen und in unserer Gemeinde, nein, das sehe ich jetzt nicht so, aber ich weiß jetzt nicht, wie es denn zwischen mir und den Türken, nein, aber es, man merkt auch was, dass zwischen den Türken schon was ist, aber mit uns gab jetzt gar nichts. Also so ein bisschen Gehackel ist natürlich mit dabei was, bei der ganzen Fälle. Diskussion. Die Dame hier vorne hatte sich auch noch gemeldet. Mikrofon bitte einfach weitergeben. Hier vorne. Ich glaube schon, dass diese Beleidigungen und diese Verleumdungen schon das Zusammenleben mit unseren türkischen Mitbürgern belastet wird. Sogar sehr intensiv. Ich bin mit sehr vielen Menschen zusammen und ich höre diese Meinung. Da bin ich nicht alleine. Und was hat Sie besonders geärgert? Dass wir immer wieder mit unserer vergangenen Diktatur und mit unserem Nazitum, dass wir da immer wieder konfrontiert werden. Das ist für mich eine rassistische Aussage.
Also diese Nazi-Vergleiche, die Erdogan gezogen hat, hat ja heute auch der neue Bundespräsident. Dankeschön. Da hat ja auch heute unser neuer Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier bei seiner ersten Rede gesagt, er verbittet sich wirklich diese Äußerungen und er möchte auch, dass der inhaftierte Journalist freigelassen wird. Das heißt, es hat Sie persönlich wirklich auch geärgert. Ja, genau. Und was mich noch ärgert, er betont ja immer wieder, dass er seine Bürger und sein Land schützen möchte und dass man seine Ehre einhält. Und ich glaube auch sagen zu können, dass wir Deutsche auch eine Ehre haben. Aber ganz intensiv. Und ich lasse mich nicht beleidigen. So, herzlichen Dank. Bitte schön, Hände hoch, wer möchte weitermachen. Sie haben ja gerade schon kennengelernt. Sie sehen es wahrscheinlich ein bisschen anders, weil auch im Film haben Sie es ein bisschen anders dargestellt. Sie haben nicht so ein Problem damit, dass Erdogan hier Wahlkampf macht in Deutschland und in Bayern. Ich sehe das nicht, weil ich habe das auch gesagt, auch an dem Tag. Und jetzt sage ich dann auch, Erdogan hat uns dann ermöglicht, vor 3 Jahren circa, dass wir hier wählen dürfen. Früher dürften wir gar nicht wählen und jetzt haben wir dann eigentlich die Möglichkeit. Früher müsste man erst mal in die Türkei fliegen, dann vielleicht könnte man mal wählen, wenn das mal eine Urlaubszeit ist oder so. Also das Ganze ist jetzt ein bisschen aufgepusht. Ja? Das ganze Aber Ding, darf also, ich da mal ganz kurz reingehen, bitte. Weil Sie sagen aufgepusht. Wenn natürlich ja. Erdogan am 19. März sagt in Istanbul, gewendet an die Bundeskanzlerin Angela Merkel, du wendest auch gerade Nazi-Methoden an. Wenn also, er sagt, heute oder gestern war es, wenn ihr euch weiterhin so benehmt, wird morgen kein einziger Europäer, kein einziger Westler auch nur irgendwo auf der Welt sicher und beruhigt einen Schritt auf die Straße setzen können. Also, das ist jetzt nicht gerade freundlich. Das ist jetzt das auch ist, nicht gerade ja, jetzt mal, guter politischer Stil. Man muss mal ein bisschen zurückdenken, letztes Jahr, was war? Unter Meinungsfreiheit ist ein Präsident ist beleidigt worden durch den Satire. Also die Böhmermann-Affäre. Ja, genau. Und das ist einfach dann, wenn jemand gewählt worden ist, der vertritt uns. Der darf nicht einfach nicht so mit einem Beleidigung unter Meinungsfreiheit, unter Komödie, unter Satire, darf niemand unseren Präsidenten beleidigen. Lassen wir das jetzt so mal stehen, weil wir haben Sie auch gerade schon im Zuspieler überlegt. Dankeschön, wer möchte weitermachen? Bitte schön, machen wir schnell den Herrn dahinter noch und dann schauen wir auch mal zur Kollegin Franziska Storz, was heute online sich tut. Aber hier warten Sie aufs Mikrofon, bitte schön. Ja, ich sehe das Gegenteil. Diese Wahl splittert uns, auch die Türken unter die Türken. Ich arbeite in einer großen Firma. Ich habe mit meinen türkischen Kollegen mehr Probleme als mit den deutschen Kollegen, weil jeder ist vorsichtig. Jeder traut den anderen nicht. Jeder hat Angst, dass man bespitzelt wird, wenn man was Falsches sagt. Und auch die deutschen Kollegen fragen mich ständig, was da in der Türkei los ist, was da abgeht. Sage ich eigentlich, ich sehe Nachrichten. Heißt es, Sie haben das Gefühl, das Verhältnis hier in Bayern zwischen Deutschen und Türken, die lange hier leben, die unsere Nachbarn, unsere guten Nachbarn sind, das ist eigentlich jetzt ein bisschen schlechter, ein bisschen angespannt? Diese Beziehung wird immer schlechter und es wird bestimmt noch schlechter werden, weil wir werden dann noch mehr benachteiligt, auch in seinem Berufsleben, auch wenn dann Wohnungssuche. Die Deutschen werden uns nicht ernst nehmen. Die werden sich anders überlegen. Ich merke es, die sind, sagen wir mal, auch nicht blöd. Die lassen sich auch nicht gefallen. Das ist doch Wahrheit. Und deswegen sehe ich eine große Gefahr für unsere Gemeinde, für türkische Gemeinde, ja. dass wir benachteiligt werden. Das muss ja unseren Türken eigentlich klar werden. Dass wir auf dem falschen Weg sind, dass wir Demokratie suchen müssen, Menschenrechte, nicht irgendwo einen Regime zu unterstützen, der wo später ganz alleine herrscht, das ist der falsche Weg. Herzlichen Dank. Dankeschön. Übrigens, ich sehe die Hände. Nur ganz kurzer Hinweis noch, Sie dürfen natürlich ohne weiteres auch Ihren Namen sagen. Hier muss keiner anonym auftreten. Da gibt es auch keine, in Anführungszeichen, Strichliste, die wir führen. Also jeder darf schon sagen, wer er ist und warum er hier ist. Franzi, was tut sich online? Ja, wir diskutieren natürlich heute Abend auch sehr gerne mit Ihnen zu Hause. Sie können uns erreichen per E-Mail oder auf der Facebook-Seite von BR24. Und ich muss noch vorwegschicken, wir hätten auch gerne mit dem türkischen Generalkonsul heute Abend gesprochen. Aber der musste uns absagen aus Termingründen. Leider, es wäre im Sinne der Verständigung vielleicht ganz gut gewesen, er wäre da. Aber das können wir jetzt nicht machen. Dafür hat Armin Adolf uns geschrieben. Er schreibt, meine Meinung nach war die Stimmung zwischen Deutschen und Türken noch nie so schlecht wie heute. Und Mimi Feldl schreibt uns, ich kann es nicht anders sagen, der Mann sägt an meinen Nerven und ich meine, Tillmann, sie meint wahrscheinlich nicht dich damit, sondern
einen gewissen Präsidenten. So, für Alexander gehen die Auftritte türkischer Politiker in Deutschland in Ordnung, wenn auch die Opposition das dürfte, ohne dann Probleme zu bekommen. Und Katja Kühne sagt auch nochmal, es gibt doch ein türkisches Gesetz, das den Wahlkampf verbietet im Ausland. Das hat unsere Zuschauerin hier auch schon gesagt, deshalb möchte ich es gerne mal an den Herrn Uhl weitergeben. Herr Uhl, wie ist Ihre Meinung, türkisches Gesetz hin oder her und auch abgesehen davon, dass jetzt erstmal keine weiteren solchen Veranstaltungen geplant sind, aber würden Sie derlei Wahlkampfveranstaltungen verbieten in Deutschland? Nein, natürlich nicht, aber es geht auch nicht um meine Meinung, sondern das hat das Bundesverfassungsgericht mittlerweile aus aktuellem Anlass bereits klar ausgesprochen. Die Frage, ob ausländische Staatsoberhäupter oder Minister in Deutschland sich politisch betätigen dürfen oder nicht, ist eine völkerrechtlich zu entscheidende Frage durch die Bundesregierung. Und wenn die Bundesregierung sagt ja, dann können sie es tun. Wenn sie nein sagt, dann ist nein. Es gibt kein Grundrecht auf Wahlkampf in Deutschland durch den türkischen Ministerpräsidenten. Das Versammlungsrecht und diese Rechte der Demokratie sind Bürgerrechte und nicht jedermanns Rechte für jeden auf der Welt. Das heißt, die deutsche Regierung kann das entscheiden und damit ist die Sache geklärt. Das ist nicht meine Meinung, das ist das deutsche Recht. Herr Uhl, Sie sind ja ein alter politischer Hase, Innenexperte für die CSU, seit fast 20 Jahren im Bundestag. War das jetzt die Ankündigung Erdogans oder der türkischen Regierung, dass es keine weiteren Auftritte geben wird? War das ein diplomatischer Erfolg der Bundesregierung oder gab es da ganz andere Motive? Über die wahren Motive Erdogans wird natürlich diskutiert bei uns in Berlin, sehr heftig, auch heute. Wir haben es ja hier schon in den Stimmen der Bürger gehört. Erdogan will provozieren um jeden Preis. Und wie provoziert man in Deutschland am schärfsten, wenn man Deutschen, insbesondere der deutschen Regierung, Nazi-Methoden vorwirft? Es gibt das ist das höchstmögliche Provokation, die vorstellbar ist. Und er hofft, dass wir jetzt zurückschlagen, denn er braucht ja ein Feindbild für seine türkischen Wähler. Er hat Angst, dass er die Wahl verliert. Das ist ja keine Wahl, das Referendum. Und das Referendum ist auch kein Wahlkampf, wie es bei uns sich abspielt zwischen verschiedenen Parteien, ein demokratischer Wettstreit, sondern es ist, ich muss es hier so deutlich sagen, vergleichbar zum Ermächtigungsgesetz 1933 in Deutschland. Das ist es und kein Wahlkampf. Das sind klare Worte. Herzlichen Dank dafür. Viral Ünlü ist bei uns, der Vorsitzende der türkischen Gemeinde in Bayern, ein Verein von mehreren. Sie sind nicht die einzige Stimme für die türkische Gemeinschaft, aber eine starke Stimme, eher weltlich-liberal geprägt, neben anderen Vereinigungen, die für die Türken sprechen. Was der Herr Uhl gerade angedeutet hat, hat nicht eigentlich Erdogan jetzt schon alles erreicht? Er hat für so viel Aufregung gesorgt und jetzt ist er so der aufrechte Türke, der dann hoffentlich für ihn hoffentlich den Wahlerfolg einfährt? Ja, also ich denke, diese schrillen Töne aus Ankara sind wahrscheinlich damit zu erklären, dass es knapp wird für ihn. Und von daher glaube ich, dass ihm auch das Intermezzo in Holland geholfen hat. Kommentatoren sagen, dass er 2 bis 3 Punkte gewonnen hat. Aber jetzt, es gibt einen Unterschied jetzt mit dieser Nazi-Geschichte, hat er aber gleichzeitig auch, das kriege ich auch aus dem Erdoganistenlager mit, hat er aber auch viel Kopfschütteln auch bewirkt, weil wie soll dieser Mann in der Zukunft der mächtigsten Frau noch in die Augen schauen? Es gibt einen Unterschied zwischen dem Herrn Böhmermann. Frau Merkel hat niemals Herrn Erdogan direkt. Also da gibt es schon Unterschiede zwischen der Böhmermann und der aktuellen Geschichte. Da muss man differenzieren. Und von daher glaube ich, dass er die Türkei geschwächt hat. Ich sehe das mal aus der Brille der türkischen Republik. Das war etwas, was der Türkei, der Stärke der Türkei, nicht zum Vorteil gereicht hat. Und wenn Sie diese Geschichten sich anschauen, Sie sind eher weltlich liberal geprägt, stört Sie das, dass Wahlkampf gemacht hat? Oder sagen Sie als liberaler Mensch, als Deutsch-Türke, Sie sind hier bei uns zu Hause, das müssen wir aushalten. Das ist eben Teil unserer Demokratie. Naja, es ist die Realität ist halt, dass es 3 Millionen türkeistämmige Menschen hier gibt. Und diese Leute leben nicht in einem Vakuum, sie haben Familie in der Türkei, sie konsumieren auch die aufgeladene Heimatpresse und wir befinden uns in einem Ausnahmezustand, auch mit dem Putsch. Das ist natürlich, das geht an die Substanz, da kommen Emotionen hoch
Und deshalb bitte ich auch ein bisschen Verständnis, dass wir sind Südländer, okay, dass da auch die Emotionen dann dementsprechend dann auch vielleicht mit uns mitgehen. Aber wichtig, ich glaube, das wichtige Signal ist, es wird keinen Bürgerkrieg geben. Ich bin überrascht, wenn ich die Presse lese. Alle Parteien sind relativ, das bekommen wir mit, verantwortungsvoll. Es gibt immer Hitzköpfe, okay, das will man nicht verniedlichen, aber es läuft. Und wichtig ist, hier bei uns nach den Emotionen muss man auch wieder mit Respekt auf den anderen zugehen. Bitte schön, Hände hoch, melden, bitte schön, nehmen wir den Herrn hier. Also ich finde es ein bisschen verlogen, wenn man auf der einen Seite natürlich sagt, man will nicht als Nazi bezeichnet werden, auf der anderen Seite kriegt man keine einzige Nachricht zu sehen über die Türkei, insbesondere über den Erdogan, wo man ihn nicht unbedingt als Diktator, als Faschist, als Despoten betitelt. Also das ist ein bisschen verlogen, finde ich. Also Sie sagen, die Berichterstattung ist dann auch nicht immer ganz neutral, ganz sauber, so wie Sie sich das vorstellen. Erst gestern habe ich gelesen, dass der, wer war das, glaube ich, der Herr Scheuer, der da gesagt hat, der Despote aus dem Osmanischen Reich. Der Generalsekretär. Genau, der Despote aus Osmanien soll uns nicht Nazi nennen. Also da denke ich mir, man sollte mal vielleicht mal einen Satz mal ein bisschen überlegen. Und auf der anderen Seite, Wahlkampf findet ja in der Türkei alle 4 Jahre statt. Und 2 bis 3 Monate vorher findet Wahlkampf statt, ausgenommen jetzt dieses Referendum. All die restliche Zeit, über 3,5 Jahre, haben deutsche Politiker, die deutsche Regierung ja auch die Möglichkeit, die hier lebenden türkischstämmigen Menschen ja auch ein bisschen zu politisieren, an die Politik heranzubinden und überhaupt damit ihnen eine gewisse Meinung zu bilden. Insbesondere von der CSU, von der Union, kommt da ja eigentlich dann mehr Hindernisse, als wir, dass man eine Förderung bekommt. Und jetzt regt man sich dann auf, wenn insbesondere türkische Politiker zu ihren türkischen Staatsbürgern reden wollen. Und zu dem Herrn Uhl möchte ich sagen, Sie haben vollkommen recht, es ist natürlich eine Sache der deutschen Regierung, Wahlkämpfe zuzulassen. Aber auf der anderen Seite zu sagen, ja, wir lassen es zu und auf der anderen Seite mit, naja, mit solchen Argumenten wie Parkplatzsituation oder Brandschutzverordnung. Also vielleicht machen wir es nochmal ganz anders. Herr Uhl, noch die Frage an Sie. Sie haben es ja auch gerade schon mal angeführt, Ermächtigungsgesetz, so haben Sie es verglichen. Dieses Referendum, wie schwerwiegend sehen Sie das und wie schwerwiegend stufen Sie das ein? Also wir haben uns natürlich mit dem Referendum durchs Auswärtige Amt intensiv befasst und Sie sollten es auch tun. Ich muss jetzt hier über Demokratie vielleicht 3 Sätze sagen dürfen. Demokratie bei uns, nach unserem Verständnis heißt Gewaltenteilung und heißt nicht Führerprinzip. Und was Sie hier verabschieden wollen, Erdogan, am 16. April, ist der Übergang von der parlamentarischen Demokratie zum Führerprinzip. Das ist ganz klar. Und warum sage ich, und ich will das nicht nur als Behauptung in den Raum stellen, sondern auch begründen. Warum ist es das Führerprinzip? Gewaltenteilung heißt, es gibt die Judikative, die freie Rechtsprechung, unabhängig, die wird eben unterstellt. Es gibt die Exekutive, das ist er selbst, die wird vom Parlament nicht mehr kontrolliert. Der Satz wird getilgt aus der türkischen Verfassung, dass die Exekutive vom Parlament kontrolliert wird. Der wird nicht mehr drinstehen. Und er als Staatsoberhaupt ist auch Regierungschef, ist auch der Chef der Armee und ist auch der Chef der Partei. Er ist nicht mehr unparteiisch wie unser Bundespräsident, der heute vereidigt wurde, hat natürlich seine Parteimitgliedschaft SPD abgelegt. Er bleibt Chef der AKP. Er ist alles in einem, Führerprinzip pur. Das heißt, alle Macht bei einer Person, das darf nicht sein. Herr Uhl, trotzdem vielleicht noch eine Frage auch zur Befindlichkeit. Trotzdem können Sie verstehen, dass einige Türken sagen, na, wenn mich der Generalsekretär der CSU als jemanden, als einen Vasallen bezeichnet vom Diktator am Bosporus, dass das vielleicht unter Umständen die falsche Wortwahl ist? Es gibt immer wieder unglückliche Vergleiche und Wortwahl. Okay. Nur, ich möchte eins noch mal sagen. Wir haben dieses Faszinosum des Führerprinzips nicht nur in der Türkei. Wir haben das überall in Europa derzeit im Kommen, auch bei uns in Deutschland. Auch bei uns, in Frankreich, Le Pen, und in Italien und in vielen anderen Ländern. Bitte seien Sie hellwach bei diesen Gedanken des Führerprinzips und der Abschaffung der Gewaltenteilung. Dankeschön. Bitte schön, weitere Wortmeldungen. Nehmen wir erst den Herrn hier oben wo ist der Kollege Deuser? Mit dem grünen Hemd und dann sind wir hier drüben. Mein Name ist Goldbrunner Sepp. Ich habe ein bisschen heißere Stimme heute, aber das geht schon. Also warum so gefeiert, Herr Goldbrunner, oder warum? War gestern so lange da. Ja, deswegen. Ich muss Herrn Uhl recht geben, der bezeichnet sich jetzt schon langsam als Führer und man schwebt schon in der Europäischen Union.
da haben uns ja mehrere Länder, da müssen wir schon mal starke Worte sagen und denen mal Einhalt gebieten. Nicht einfach bloß einen kleinen Beigeben. Der heißt uns alles, der sagt zu uns alles, sagt zu jedem Land und zu jedem Staatspräsidenten alles. Das geht überhaupt nicht. Der muss für mich sagen, sofort die rote Karte kriegen. Was das so nicht geht, da muss man Klartext einmal reden. Herr Goldbrunner, vielleicht, das ist auch ganz wichtig, wir sind ja heute auch deswegen in Mainburg, weil hier die türkische Gemeinde groß ist, weil man gut zusammenlebt, ja, gut, und man gut zusammenarbeitet. Haben Sie das Gefühl, Sie als Bayer, Sie sind ein Niederbayer, das kann man hören, ja, dass das Verhältnis ein bisschen schwieriger geworden ist über die letzten Wochen, über eben diese Wahlkampfauftritte, über die ganze Berichterstattung? Auf alle Fälle. Das ist viel schwieriger geworden und die, man kennt sie auch, ich, sag mal, ich bin ja oft in Mainburg, ich bin ja nicht jetzt, weit weg von Mainburg, sondern ich bin fast jeden zweiten Tag in Mainburg. Und da sieht man es ja schon, die Leute haben eigentlich ein bisschen ein anderes Verhältnis wie früher. Und das passt eigentlich gar nicht mehr zusammen. Ich muss echt sagen, das ist fast katastrophal schon bald geworden. Danach traut sich gar nicht mehr vorgehen in Mainburg, das ist schlimm. Ja. Also, da sehe ich zwar nicht unbedingt den Zusammenhang, aber... Das ist fast übertrieben, ja, aber ist schon schwierig. Ich glaube, der Bürgermeister, der schüttelt den Kopf. Ich glaube, so gefährlich ist es in Mainburg noch nicht, oder? Herr Bürgermeister, muss ich keine Angst haben. Bitte schön, nehmen wir erstmal den Herrn hier vorne mit dem blauen Polunder. Jetzt hätte ich mal eine Frage. Der Herr Erdogan ist doch ein Bundespräsident von ganzen Türkei. Der hat jetzt in der Türkei die Minderheiten, egal was, die Gefängnisse sind grammivoll. Also ob das Abgeordnete von den Kurden sind, die sind ja vom Volk gewählt worden. Der sperrt jeden ein. Die Aleviten, also jede Minderheit in Türkei ist... Entschuldigung, lassen wir mal zum Wort kommen, bitte. Jede Minderheit in Türkei hat Angst einfach. Das merke ich auch unter uns. Der vor mir, der trainiert die Jugendlichen in Mainburg. Ich verstehe mit dem so persönlich gut. Jetzt, wenn wir mir mit dem Yüksel, der ist heiß, Yüksel, ich bin der Özge, wenn wir mir über das Thema sprechen würden, dann wir, obwohl wir mit gleichzeitig Jugendliche in Mainburg trainieren. Aber was Herr Erdogan macht, was das nach Europa bracht, wir dürfen nicht vergessen. Das heißt, jetzt müsst ihr streiten, obwohl ihr eigentlich Freunde seid. Obwohl wir Freunde mit ja, trainieren wir. Ich trainiere als ja, seinen Bruder kenne ich. Und von mir, der Bruder ist auch 10 Jahre alt. Wir trainieren die gleichen für FC Mainburg. Ja. Trainieren wir. So verstehen wir uns sehr gut. Aber ich bin mir ganz sicher, wenn es um die ja, Thematik geht, um Erdogan, dann werden wir 100% streiten. Ich würde mal bloß eins fragen. Der Herr Erdogan ist doch ein Bundespräsident. Der muss neutral bleiben ja, und nicht für AKP in ja, Europa oder aber egal. Dann lassen Sie mich doch gleich mal Ihren Freund fragen. Vielleicht lassen Mikrofon, mal ganz bitte. Die ganzen Abgeordneten der Türkei, die HDP, die sind über 80 Abgeordnete. Die sind vom Volk gewählt worden. Wo ist denn die Demokratie in Türkei? Was will der Herr noch alles erreichen? Will der alleine alles stimmen oder was? Was will der noch erreichen? Verstehe okay, ich gar nicht. Fangen wir trotzdem die zwei hier vorne. Also... wie muss ich das jetzt verstehen? Also, hallo. Könnt ihr nicht mehr Fußball spielen? Ich will mal was sagen. Könnt ihr nicht mehr Fußball spielen und müsst bloß noch streiten? Okay, oder? Also, beide sollen was sagen, bitte schön. Okay, dann. Sie dürfen beide was sagen, bitte schön. Einmal, eins und zwei. Okay, zunächst dem Fußball, ja. Kameradschaft. Also, ich sage mal, wir haben überhaupt keine Probleme miteinander. Wir können auch über alles reden. Da habe ich überhaupt kein Problem damit. Ich sage mal, Erdogan ist ein gewählter Präsident. Ist er. Für mich hat er in der Türkei ja, sehr viel Freiheiten gegeben, für alle. Für alle. Darum spielt er alle ein, oder? Darum sind alle eingesperrt. Okay. Eingesperrt werden zurzeit, zwecks dem Putschversuch. Was da jetzt passiert, ist nur wegen dem Putschversuch. Genau, die Minderheiten, vor allem die Aleviten, haben sehr viel Freiheiten von Erdogan bekommen. Also ich denke da... Okay, aber... Thema. Gut, jetzt den Herrn daneben noch, weil jetzt haben wir also wirklich die Hallo, unterschiedlichen Blickwinkel. Mein Name ist Boga Fatih. Ja. Kurde bin ich. Und ich muss sagen, dass der Herr Erdogan gegen Kurden überhaupt nichts hat. Jetzt frage ich hier an alle Türken in diesem Saal. Vor 20 Jahren war es in der Türkei verboten, kurdisch zu reden, kurdisch zu singen. Mit Herrn Erdogan haben wir diese Freiheiten wieder bekommen. Mein Dorf hat eine Schule bekommen. Meine Stadt hat Universitäten bekommen, Krankenhäuser bekommen. Hier kann keiner wirklich sagen, dass Herr Erdogan gegen Kurden vorgeht. Sein Geheimdienstchef okay, ist ein Kurde. Stopp, bitte. Lass mich bitte ausreden. Ja? Geheimdienstchef ist ein Kurde. Der Ministerpräsident der Türkei ist ein Kurde. Okay, habe ich verstanden. Also die Kurden, die als Kurde sagen... 40% der Abgeordneten sind vielleicht Kurden. Und da kann man jetzt okay, nicht sagen, Sie sagen einfach, als dass Kurde, Herr Erdogan gegen Kurden. Der hat da keine schlechte Dank. Arbeit, keinen schlechten Job gemacht. Franzi. Ja,
also man merkt ja, es geht hoch her. Es ist schon so, dass hier viele sagen, naja, sie hinterfragen inzwischen das Prinzip der doppelten Staatsbürgerschaft, weil wenn Konflikte hier in Deutschland ausgetragen werden, vielleicht wäre es dann doch besser, die Menschen müssten sich entscheiden. Dann ist es auch so, dass heute war zum Beispiel die Rede von Herrn Steinmeier, der neue Bundespräsident, der sagt, man muss für die Demokratie kämpfen. Und Peter Schott hat nicht nur mit Wahlkampfaustritten aus der Türkei hier ein Problem, sondern auch mit Populisten wie Geert Wilders oder Marie Le Pen, die auch in Deutschland bei Rechtspopulisten-Treffen sprechen. Und er sagt, die Demokratie steht eben gerade von vielerlei Richtungen unter Beschuss. Und André schreibt uns in einem schmalen Satz, die Integration ist gescheitert. Jetzt haben wir ja hier den ehemaligen Integrationsbeauftragten und Martin den Landrat Neumeier aus Kelheim. Vielleicht kann er noch mal seine Eindrücke aus den letzten Wochen sagen, wie die Stimmung so ist. Also wenn man das insgesamt anschaut, dann gibt es ja diesen Wahlkampf von Herrn Erdogan nicht seit diesem Jahr, sondern 2011 war das auf Schalke, Allianz oder die Arena in Schalke. Also das Thema ist schon länger. Wir haben das Thema aber nicht so wahrgenommen. Wir haben es einfach hingenommen und das rächt sich. Man muss eigentlich von Anfang an einfach schauen, welche Grenzen gebe ich. Und also ich merke schon, dass eine gewisse Spannung da ist unter den Türken. Ich habe sehr viele Freunde in dem Bereich, weil ich da schon lange aktiv bin. Ich bin 35 Mal schon in der Türkei gewesen. Und es merkt Spannungen und ich glaube, der Herr Erdogan spürt, dass er vielleicht das Haar hier kriegt und dieses Nein kriegt, dieses Na, dieses kurdische Na. Und ich denke, dass er heute einfach nur noch mit Emotionen arbeitet. Er arbeitet mit der großen Nation der Türkei, er arbeitet natürlich auch mit der Religion. Und das macht es natürlich umso schwieriger, rational auf das zu reagieren, das die Deutschen machen. Das ist typisch und das macht es schwierig, weil mit Emotionen kannst du natürlich Menschen so bewegen wie mit nichts. Aber Herr Neumeier, trotzdem nochmal für den Hintergrund. Sie sind jetzt der Landrat hier vom schönen Landkreis Kelheim. Sie waren vorher der erste Integrationsbeauftragte der bayerischen Staatsregierung. Was wir jetzt erleben, diesen Streit oder von mir aus auch diese eher konservativen Deutsch-Türken, ist das eine Pause in der Integration oder hat die Integration nicht funktioniert, wie ja auch einige anscheinend online schreiben, so nach dem Motto, die sind gar nicht so integriert, wie wir uns das gerne immer vorstellen. Aber Integration hat doch immer den Vorteil, dass beide Seiten gefragt sind. Die eine Seite, das ist in dem Fall die deutsche Seite, die muss was anbieten und die andere Seite muss auch was auf den anderen zugeben, Angebot und Nachfrage. Ich muss auch was nachfragen. Und ich wehre mich aber dagegen, dass die Integration nicht geklappt hat. Sie hat bei manchen nicht geklappt und es ist natürlich auch eine große Herausforderung, was momentan auch auf Deutschland zukommt. Das ist ja, Integration ist ja kein abgeschlossenes Konstrukt, das ich kann, jetzt bin ich integriert, weil ich jetzt Lederhose trage und vielleicht noch einen Semmelknödel gern habe, sondern Integration muss auch jeder selber für sich verantworten. Jeder muss selber sagen, ich bin integriert, weil mir das mein Land ist, weil in dem Land lebe ich mit meinen Kindern, mit meinen Enkelkindern. Und da wird viel angeboten. Und ich denke, dass man in dem Bereich, wenn Sie die anderen Länder in Europa anschauen, dass in Deutschland die Integration am besten gelungen ist, weil die Deutschen, wenn Sie das Angebot von Integrationskursen, Sprachkursen und auch diese offene Art sehen, dann denke ich, sind wir weit vorne. Wenn Sie die Herausforderung in Frankreich zum Beispiel sehen, mit den Maghreb-Staaten, die sprechen alle Französisch, aber die größte Herausforderung ist in Frankreich, in Möllenbeck, heute ist der Jahrestag, die größte Herausforderung, weil diese Länder in dem Bereich nach Sprache nichts mehr gemacht haben. Und Deutschland und Bayern macht in dem Bereich Bildung viel, aber ich muss es auch annehmen. Und das ist, man muss, wenn man den einen Satz noch sagen darf, im Möllenberger Gymnasium gibt es sehr viele Jugendliche und Kinder, genau wie im Kelheim-Gymnasium, die aus dem asiatischen Raum sind. Die sind höchst erfolgreich. In derselben Schule sind aber oftmals türkische Kinder nicht so erfolgreich. Es ist auch die Einstellung zur Bildung. Es ist auch die Einstellung zur Integration. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, ich muss auch irgendwann meine Heimat ablegen, nicht im Kopf ablegen, aber ich muss sie ablegen, ideologisch ablegen. Und ich denke, wenn man das Thema Doppelstaatsbürgerschaft, es gibt einen Film, der heißt Alemannia, da sagt der kleine Can, ich muss entscheiden, spiele ich in der deutschen Mannschaft oder in der türkischen Mannschaft. Ich kann in beiden Mannschaften nicht spielen und die doppelte Staatsbürgerschaft macht manchmal mehr Hürden wie Herr Fläche. Herr Neumeier, vielleicht können wir das auch gleich nochmal aufnehmen, diesen Punkt. Dankeschön dafür, Herr Uhl. Interessanter Punkt, Herr Neumeier ist Ihr Parteikollege, doppelte Staatsbürgerschaft, Doppelpass wird auch jetzt im Zuge dieser Erdogan-Geschichte wieder diskutiert. Wie sehen Sie das? Es war ein schwerer Fehler, die einzuführen. Wir waren ja immer dagegen, mussten aber aus Koalitionsgründen zu Beginn der Periode mitstimmen. Die SPD legte großen Wert darauf. Wir sehen es jetzt an dem Journalisten Deniz Yücel, von Erdogan festgenommen als Terrorist. Ein Journalist der Zeitung Die Welt als Terrorist, ein völlig absurder Vorwurf. Er ist Deutscher.
Er ist auch Türke. Wir können gar nichts machen. Er sitzt im Gefängnis. Heute hat anlässlich der Vereidigung des Staats des Bundespräsidenten Steinmeier Herrn Erdogan öffentlich aufgefordert, ihn freizulassen, den Deutschen. Und Erdogan sagt, das ist ein Türke und ich erkläre ihn zum Terroristen und er bleibt im Gefängnis, solange ich das will. Und daran sehen Sie die ganze Rechtswidrigkeit seines Tuns. Ja. Herr Ünlü, Sie haben am Revers hübsch die türkische Fahne, die bayerische Fahne, das heißt also, da schlagen zwei Seelen in Ihrer Brust. Was sagen Sie zu dieser Diskussion, die jetzt lustigerweise wieder aufgekommen ist in Sachen doppelte Staatsbürgerschaft? Ja, ich glaube, ich meine, um diese doppelte Staatsbürgerschaft wurde ja über Jahrzehnte gerungen. Ja, wir hatten sehr erbitterte Wahlkämpfe wurden mit diesem Thema geführt. Deshalb bin ich ehrlich gesagt ganz froh, als das vom Tisch war. Übrigens auch offensichtlich auch mit den Stimmen der CSU wurde das ja beschlossen. Ich finde, das Fass sollte man nicht nochmal aufmachen. Aber ich glaube, was wichtig ist, ist, dass Menschen eine natürliche Loyalität zu Bayern, zu Deutschland entwickeln. Von daher ist vielleicht der doppelte Pass nicht das Allheilmittel. Ich glaube, hier geht es um andere Themen, wie Herr Martin Neumeier hat es angesprochen, es geht um Chancengerechtigkeit, dass Migrantenkinder aufsteigen können. Da haben wir immer noch ein sehr undurchlässiges Bildungssystem, das sagen OECD-Experten. Und ich glaube auch das kommunale Wahlrecht, dass sich die Leute stärker auch in den Kommunen vor Ort engagieren, das hilft. Ich glaube, wenn man hier das kommunale Wahlrecht, wenn man für mehr Chancengerechtigkeit, dann hätte es einen viel stärkeren Effekt als der Doppelpass. Ja. Lassen Sie mich vielleicht mal ganz kurz fragen, mal Hand hoch, haben wir jemanden, der gerne hier wählen würde? Bitte schön, nehmen wir mal hier den Herrn hier vorne mit dem weißen T-Shirt. Also, kommunales Wahlrecht, Sie sind in Mainburg zu Hause, können aber den hoffentlich tollen Bürgermeister nicht wählen. Also ich hatte noch bis vor wenigen Jahren noch den türkischen Pass, den habe ich dann abgelegt, aus einem ganz anderen Grund. Ich bin selbst überzeugter Pazifist und wenn man in der Türkei Staatsbürger bleiben will, muss man entweder den Wehrdienst antreten oder das Geld dafür zahlen. Und ich finde, ich unterstütze keinen Krieg gegen die eigene Bevölkerung und Deutschland hatte zum Glück, den Wehrdienst abgeschafft. Also das ist für mich der eigentliche Grund war, wieso ich ein deutscher Staatsbürger wurde. In der Zeit, als Sie nicht wählen dürfte, hat Sie das gestört? Sie sagen, ich bin hier in Mainburg zu Hause, ich spiele hier Fußball, ich arbeite hier, ich fühle mich hier wohl, ich habe Freunde, türkische, deutsche, aber ich kann den Bürgermeister nicht wählen. Also man kann ja dazu Folgendes sagen. Es gibt in Deutschland einen doppelten Standard. Wenn es EU-Bürger sind, die dürfen auf einmal kommunal wählen, dürfen dann auch ihre doppelte Staatsbürgerschaft behalten. Aber wenn es auf einmal Drittstaatenangehörige sind, dürfen sie das nicht. Und ich finde das ehrlich gesagt eine Absurdität, denn das ist doch eigentlich die Vorlage gewesen, wieso sich so viele Menschen die Türkei stimmig sind in Deutschland für die türkische Politik interessieren, weil sie für die deutsche Politik eigentlich ins Ausgestellt wurden. Heißt es, ich möchte jetzt da niemand gegeneinander ausspielen, aber heißt es, da ärgert man sich dann ein bisschen, wenn dann der bulgarische Kollege kommt, der ist gerade 3 Monate hier und der darf dann wählen und Sie dürfen nicht wählen? Also ärgert man sich nicht über den bulgarischen Kollegen, sondern ärgert man sich über die Politik. Und ich denke mal, das ist auch gerechtfertigt, denn seit über 55 Jahren sind jetzt die Türkei-Stämmigen schon in Deutschland. Und wir werden bis heute noch so behandelt, als wären wir abseits vom Spiel. Doch wir sehen so viele Menschen hier aus türkei-stämmigen Hintergründen und die sich engagieren in der Gesellschaft in Mainburg, egal für welche politische Entscheidung sie auch treffen werden. Aber man sieht, dass ein Engagement da ist bei den Menschen. Und ich denke mal, man darf dann auch nicht, wenn sie sich politisch engagieren wollen, darf man das nicht hindern, indem man sagt, ja, ihr seid aus einem Drittstaat, deswegen dürft ihr das nicht. Herzlichen Dank. Herr Bürgermeister, vielleicht ganz kurz, dann können wir das auch abschließen. Frage an Sie. Wir sind auch deswegen in Mainburg, weil etwa 10% Ihrer Mitbürgerinnen und Mitbürger, 15.000 insgesamt, die haben ja einen türkischen Pass. Würden Sie sich wünschen, die könnten bei Ihnen bei der Bürgermeisterwahl bei der nächsten mitmachen? Jetzt muss ich mal eins sagen, als Bürgermeister von über 60 Nationen, ich bin der Bürgermeister aller Bürger, egal wo sie herkommen. Dann haben wir jetzt ganz viel über Integration gesprochen. Wir haben ein friedliches Nebeneinander und ein punktuelles Miteinander. Das passiert auf dem Fußballplatz und sonst was. Die Integration, wie sie in manchen Köpfen hier stattfindet, die hat nicht stattgefunden in der Realität. Für mich oder als Bürgermeister der Stadt ist wichtig, dass wir friedlich miteinander leben. Und die ganze Diskussion ist eins. Wir haben Jahrzehnte jetzt gearbeitet, Vertrauen aufzubauen. Und jetzt wird Misstrauen geschürt. Und das tut mir weh, muss ich Ihnen sagen. Jetzt sage ich Ihnen noch eins. Wir haben das Mainburger Kennzeichen wieder bekommen. Und die meisten, die sofort das Mainburger Kennzeichen wollten, waren unsere türkischen Mitbürger.
Dann habe ich gesagt, warum? Dann haben sie gesagt, wir sind Mainburger. Die Dame ist auch in Mainburg geboren. Aber höher politisch hat sich wenig getan und das werden wir auch die nächsten Generationen auch nicht zu viel oder schaffen. Das ist meine Meinung, aber bitte halten wir zusammen, wertschätzen wir uns und ich glaube, das ist dann ein Weg in die Zukunft. Dankeschön. Dankeschön. Und ich darf, meine Damen und Herren, an dieser Stelle ganz gar nicht so bescheiden sagen, auch wir bei Jetzt Redi haben mitgekämpft, dass wir eben dieses Mai-Kennzeichen, diese regionalen Kennzeichen wir bekommen haben. Aber die Dame daneben hatte sich auch gemeldet. Vielleicht die Dame neben Herrn Bürgermeister wollte vorhin auch noch was sagen. Servus. Hallo, ich bin Tülay Akdoğan, gebürtige Mainburgerin, dritte Generation und meine Kinder sind jetzt hier die vierte Generation. Also in Deutschland haben 1,5 Millionen türkische Staatsbürger Wahlrecht und davon nehmen ungefähr 40% an der Wahl teil. Das sind ungefähr, Sie sehen, 600.000 Bürger, türkische Bürger, die sich an der Wahl beteiligen. Ich verstehe es nicht, warum dieser, das sind von 56 Millionen Wähler in der Türkei, nur 1% ungefähr. Warum so ein großer Aufstand gemacht wird und von den Medien leider das deutsche Volk und das türkische Volk gegeneinander gehetzt wird. Ich bin für ein Zusammenleben, ein problemloses Zusammenleben, wie es bis es hier gab und ich möchte nicht auch von anderen hören, ich bin auch türkischer Staatsbürger, das heißt, wenn es heißt, wenn ich jetzt mein Wahlrecht in Anspruch nehmen will, dass ich zurück in die Türkei gehen soll. Also es ist nicht so einfach, wie das von anderen jetzt geschildert wird. Okay, aber Sie sagen auf jeden Fall, wenn man ordentlich rechnet, braucht es eigentlich die ganze Aufregung nicht, den Herrn da mit dem blauen Hemd und dann hier draußen ganz links. Genau. Mein Name ist Taskin Sidi, ich bin Student hier, wurde hier in Mainburg geboren, habe meine Bildung hier genossen. Die Frage, warum die Medien das alles so hochpushen, das muss man dem mal den Erdoğan fragen. Weil das macht er bewusst. Da bin ich beim Herrn Uhl. Er provoziert, das sind seine tiefen, dreckigen Gewässern. Das ist Verbote. Also er versucht sich zu stilisieren als starker Opferrolle quasi. Genau, das macht er schon immer seit Jahren. Da muss man mal einfach nicht die Schuld bei den Medien suchen, sondern eben beim Herrn Erdoğan. Daran verdient er auch. Und diese 1 oder 2 Prozentpunkte, was er wahrscheinlich in den Niederlanden oder auch hier in Deutschland erreicht hat, ja, ob es sich lohnt, ich weiß nicht. Was ich aber dazu sagen will, zu der Frage Spaltung. Ich finde, die größere Frage ist, nicht nur die deutsch-türkischen Verhältnisse, sondern auch die, wie gesagt, die türkischen Verhältnisse in der Türkei auch. Ja? Wenn pauschal Gegner, Kritiker schon als Terroristen bezeichnet werden oder auch die pro-kurdischen Parteivorsitzenden zum Beispiel, das ist schlimm. Also das, was er macht, das funktioniert einfach nicht, weil dann werden natürlich die wahren Terroristen, die IS-Terroristen, die meiner Meinung nach die wahren Terroristen sind, die werden natürlich vernachlässigt, wenn man die Gegner als Terroristin deklariert. Okay, herzlichen Dank. Den Herrn hier vorne, ganz außen in der zweiten Reihe. Guten Abend, ich bin der David Goldbrunner. Und ich wollte mich noch beim Herrn Reiser und beim Herrn Neumann noch wegen der Integration noch was dazu hinzufügen. Gerne. Ich wohne jetzt hier seit über 10 Jahren hier in Mainburg und also ich habe einen türkischen Vater und eine deutsche Mutter und ich muss sagen, das Leben hier in Mainburg, ich sehe keinen Türken und ich sehe auch keinen Deutschen, sondern wir sind alle Mainburger, so muss man sagen. Das ist ganz, ich gehe in türkische Läden rein und tue dort auch mein Essen kaufen, ich gehe in deutsche Läden rein und tue dort mein Essen kaufen und ich möchte auch alle Bürger dementsprechend aber auch unterstützen. Vielleicht, gestatten Sie mir eine Frage noch, ja? Weil das mal ein bisschen durchgehört hat, aber ist es ein Leben nebeneinander her oder ist es auch ein gemeinsames Leben? Es ist ein gemeinsames und miteinander Leben. Wenn ich zum Beispiel mal in eine Klasse hineinschaue, wir sind verschiedene Nationalitäten und wir verstehen uns super, es gibt gar keinen Streit. Warum denn auch? Warum sollten wir uns auch streiten? Das ist eigentlich an sich ja sinnlos. Zweifelsfall über den richtigen oder falschen Fußballverein, aber das ist dann ein ganz anderer Streit. Ja, Fußballverein, ja gut. Aber das Leben an sich hier wird zusammengeführt und so soll es auch bleiben. Der Herr hier vorne in der ersten Reihe hatte sich noch gemeldet mit der Krawatte, da genau vor dir, vor deiner Nase. Also Serdar Altuntas, ich bin Rechtsanwalt aus München. Ich sehe die Sache ein bisschen differenzierter. Insofern, dass ich eigentlich sagen kann, was sich liebt, das neckt sich. Ja, was sich liebt, das neckt sich. Weil, diese Nazi-Vergleiche, ich würde nie irgendjemanden Nazi nennen. Ich würde auch nie irgendjemanden einen Despot nennen. Ich würde auch nie einen Vergleich ziehen mit dem Ermächtigungsgesetz.
Aber diese Vergleiche haben auch hier deutsche Politiker gezogen, das hat ja auch der Kollege vorhin gesagt. Insbesondere wurde auch von seitens eines EU-Ministerpräsidenten, Herr Orban, hat ja auch Deutschland als Nazi bezeichnet oder Naziland bezeichnet. Das hat man ihm nicht übel genommen, aber man nimmt das jetzt. Ja, ja, schon. Entschuldigung. Ich will das jetzt nicht gegeneinander aufwenden. Ja, ja. Aber warum der Erdogan das, glaube ich, meiner Meinung nach vielleicht übel genommen hat, ist, dass Deutschland sich sehr früh auch Partei genommen hat innerhalb dieses Referendums. Innerhalb des Hessischen Landtages gab es eine Nein-Kampagne. Es gab Politiker von den Linken und insbesondere auch den Cem Özdemir, der hier eine Nein-Kampagne im Deutschen Bundestag präsentiert hat. Auf der einen Seite sagt man, man will keine innertürkischen Probleme hier in Deutschland ausdiskutiert haben, aber auf der anderen Seite stellt man sich klar auf die Position, wie auch jetzt heute mit Herrn Uhl und sagt, man will hier... Okay, machen wir es mal so. Herr Uhl, haben wir uns da zu sehr positioniert? Hätten wir es mit mehr Gelassenheit sehen müssen, mit mehr Diplomatie? War das unter Umständen ein Fehler? Wir Deutsche haben bei unserer Vergangenheit, ich sage nochmal das Jahr 1933, allen Grund, Alarm zu rufen, wenn die parlamentarische Demokratie abgeschafft werden soll. Und das passiert in der Türkei am 16. April. Das heißt, wir haben hier, es ist kein Wahlkampf zwischen Parteien. Ich sage es noch mal, es geht nicht um links oder rechts, um Sozialisten oder Liberale oder Konservative. Es geht um das System, das demokratische System. Und ich sage Ihnen eins, jetzt rede ich, diese Sendung in der Türkei mit kritischen Stimmen gegen Erdogan wäre am nächsten Tag verboten. Meine Damen und Herren, das werden wir jetzt nicht mehr schaffen. Lassen Sie uns vielleicht noch ein versöhnliches Ende suchen. 20.58 Uhr. Herr Blattner ist noch bei uns, der Integrationsbeauftragte hier aus Mainburg. Vielleicht noch mal ganz kurz aus Ihrer Arbeit heraus. Sie arbeiten hier mit den Jugendlichen, ganz egal, ob sie jetzt türkischstämmig sind, russisch oder was auch immer, deutsch. Hat es die Arbeit ein bisschen belastet in den letzten Wochen? Oder sagen Sie, Gott sei Dank auf dem Fußballplatz oder wo auch immer, da zählen ganz andere Werte und ganz andere Punkte? Das muss jetzt im Gegensatz zu Aussagen, die vorher getroffen wurden, dass sie das Verhältnis zwischen Deutschen und Türken hier verschlechtert hätte. Dem kann ich persönlich jetzt ja, entgegenwirken, weil ich das nicht so erlebe. Jetzt im täglichen Miteinander, gestern, egal, auf dem Fußballplatz, wie Sie es angesprochen haben. Also es ist nach wie vor ein Miteinander. Es ist leider nicht immer so ein Miteinander, wie wir es gerne hätten. Also oft ist es leider auch ein Nebeneinander. Der Bürgermeister hat zwar schon gesagt, das ist punktuell ein Miteinander, aber ja, wir arbeiten daran, dass das natürlich auch besser wird. Ja. Und was ein wichtiger Punkt einfach ist, für mich jetzt persönlich, was ich mir für Mainburg wünsche, also für unsere Heimat, für alle, die hier drin sitzen, das ist ja unsere Heimat, dass man sie, ja, egal wie das jetzt im Endeffekt auch ausgeht, ich meine, wir haben die Meinungsfreiheit hier in Deutschland und jeder darf hier seine Meinung sagen, ist ja gut und richtig so. Aber unabhängig davon, wie es ausgeht, ist mein Wunsch eben, dass hier in Mainburg die Gemeinschaft so bleibt, wie es ist, dass man sie gegenseitig mit Respekt begegnet und auch mit Respekt behandelt und eben dann vernünftig nicht nur nebeneinander, sondern miteinander lebt. Und das, glaube ich, muss das Ziel sein, wenn man es auf uns Mainburg oder unsere Heimat bezieht. Und bei der interkulturellen Woche, bei der Öffnungsveranstaltung, haben wir inzwischen eine schöne Tradition. Zum Schluss singen wir miteinander das Holy Dauer Lied. Egal, ob da jetzt Türken, Syrer, egal wer da ist. Ich finde das eine schöne Botschaft und genau dieses Miteinander soll es eigentlich hier in unserer Heimat sein. Alle singen schräg gemeinsam, ist es schön. Großartiges Schlusswort. Dankeschön, herzlichen Dank nochmal. Franziska, wir sind am Ende angelangt. Jetzt geht es gleich weiter mit dem Kollegen von Kontrovers. Heute ja große Schlagzeile, Paukenschlag bei den Grünen. Bekannte Landtagsabgeordnete Claudia Stamm tritt aus und will eine neue Partei gründen. Ihnen einen schönen Abend. Tilman Schöberl wird uns hier jetzt noch im Studio das Holle Dauerlied singen. Ich werde es mal probieren bei meiner Stimme, aber ich glaube, das will eigentlich keiner hören. Dankeschön, großer Applaus nochmal. Dankeschön, Herr Uhl, dankeschön, Herr Uhl. Danke für die Mitarbeit und dankeschön für den tollen Abend.